Dr. McWheely. Ein kleines gelbes Auto fährt mit seinem Wohnwagen auf der Straße. In solch einem Wohnwagen kann man wohnen. Und auf seinem Dachträger transportiert es Koffer. Aha, dieses Auto ist auf einer Reise. Also braucht es eine Landkarte. Schau mal, es hat sich verfahren und fährt immer im Kreis herum. Wir müssen ihm helfen, denkt sich Dr. McWheely. Warte, gelbes Auto. Was ist denn los? Du weißt nicht, in welche Richtung du fahren musst? Du brauchst ein Navi. Das kleine gelbe Auto ist in Dr. McWheelys Werkstatt gekommen. Hier ist ein Geschenk für dich. Mach es auf. Das ist ein Satellitennavigationssystem. Ein GPS. Es ist Radio und Computer in einem. Hoch über uns. Über den Wolken. Über der Erde befinden sich Satelliten. Sie übermitteln ein Signal an die Erde. Informationen darüber, wo man sich befindet. Das GPS empfängt dieses Signal. Und so kann der Computer die Position des Autos anzeigen. Lasst uns das GPS in das gelbe Auto einbauen. Das alte Radio bauen wir aus. Das brauchen wir nicht mehr. Da kommt jetzt das GPS hin. So, und anschalten. Das rote Zeichen zeigt an, wo sich das Auto befindet. Die grauen Linien sind Straßen. Jetzt können wir eingeben, wo wir hinfahren wollen. Siehst du, das Navi zeigt die Route an. Es wird dem Auto sagen, auf welcher Straße es fahren muss. Jetzt wird sich das Auto nicht mehr verfahren. Gute Reise! Bis bald! Mal sehen, wem Dr. McWheely beim nächsten Mal helfen muss.